durch unsere Optimierung kann man halt obenrum auch nochmal die Kennfelder so anpassen, dass ihm die Luft da nicht ausgeht. Das wird nämlich absichtlich, wird ihm da so ein bisschen die Luft und auch die Menge weggenommen, sozusagen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal auch wieder direkt aus dem Auto. Wir haben gesagt, komm, wir fangen direkt im Auto an, weil es ist ein bisschen Tumult auch bei uns auf dem Platz, da ist viel los gerade. Wir sitzen hier in einem schönen Porsche Cayenne 3 Liter TDI mit einer Serienwerksangabe von 262 PS und 580 Newtonmeter. Bekommt bei uns ganz normale Software, Leistungssteigerung, Optimierung. 3 Liter TDI Motor, ich glaube, das ist somit das meist gekaufte und damit natürlich auch automatisch auch meist das meist optimierteste Basismotörchen im Hause von VAG. Ich denke, für VAG damals bis heute das erfolgreichste Dieselprojekt nach dem Abgasskandal. Ja, okay, wir werden fahren im wir werden anfangen im sechsten Gang, lassen uns jetzt ein bisschen Luft nach hinten und gib ihm. Sechste Gang, auf geht's. Ich könnte eigentlich auch, ja. Sechste Gang. Das wird eng. Naja, schaffen wir doch. Sekunden. Ja, lässt sich Zeit. Ne? Ich meine, gut, wir sind natürlich jetzt auch, wie wir es jetzt immer machen, als Elastizitätsmessung. Wir sind jetzt im, was sind wir jetzt gerade gefahren? Im fünften Gang, ne? Ne, sechste Gang? Sechster Gang. Nochmal, diese Messung dient einzig und allein den Leuten, den Unterschied zwischen Serie und optimiert zu zeigen in einer Messung. Viele haben da auch am Anfang, als wir das erste Video, das war das 550i-Video, alle geschrieben, ah, ihr seid die letzten Wegs, ihr seid, ihr habt nur Angst, weil ihr zu langsam seid. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, der so ein Markt oder so eine Community, ne, so ein bisschen gefiltert anscheinend, weil es haben Leute so hart gehatet. Die meisten Reaktionen auf ein Video haben wir immer so, ich sag mal, 48 Stunden lang. Dann baut das, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich, baut das immer ein bisschen ab. Vielleicht hatten wir da 30, 40, ah komm, sogar 50 Leute, die uns entfolgt sind, wenn man das so statistisch geguckt hat. Aber bei 44.000 Abonnenten, nichts gegen, ne? Aber wir sind nicht die Ansprechpartner für solche Leute, die nur auf diese Messung achten. Und bei uns hat es ja nur was damit zu tun, wir zeigen eine Leistungsoptimierung und wollen dem Kunden einfach ein Gefühl davon geben. Ja? Gefühl davon geben. Was ändert sich dann damit? Welche Veränderung ist da? Und so. Oder ja, ihr seid ja jetzt auf einmal so gesetzeskonform hier und bla. Nein, das hat einfach nur was damit zu tun, mit dieser ganzen Thematik 100, 200. Wir sind die Geilsten, wir sind die Schnellsten. Ich reiße hier Gas, bam, bam, bam. Das hat für mich nichts mit einer Optimierung zu tun. Das brauchten wir früher nicht und haben unsere Kunden gehabt. Und das brauchen wir als MacChip auch heute nicht. Und alle, die damit nicht klarkommen, wären vorher eh nicht unsere Kunden gewesen, weil genau die, die uns ja auch da an den Pranger gestellt haben, haben ja eh gesagt, wir können nichts, wir sind immer die Langsamsten und. Das heißt, immer nur Leute zu haben, die unsere Videos zu gucken, um irgendeinen Negativpost zu geben, der uns ja gar nichts bringt, weil das vergessen die meisten bei uns. YouTube ist ein reiner, ich sag's jetzt mal, Vertriebskanal. Wir zeigen unsere Optimierung und wir wollen gar nicht irgendeine Community hypen oder irgendwie in irgendeine Richtung gehen. Wir wollen einfach nur das zeigen, was wir können oder auch in Anbetracht vieler Leute, was wir halt nicht können. Ja? Und viele haben das verstanden. Wir haben genauso gut oder wenig zu tun wie vorher. Das habe ich da schon wieder sehr lange. Ich wollte das gar nicht mehr so thematisieren, aber ja, habe ich jetzt getan. In diesem Sinne, Mann, so geht es gleich am Prüfstand. We'll be right back.
So, unser schöner Cayenne. Eine Eingangsleistung von 251,6 PS, 534 Newtonmeter. Ja, bisschen zäh, der Kollege. Steuerung ist relativ alt für uns. Eine EDC 17 CP44. Ging ganz normal über Diagnose. 3 Liter. So, Kennfelder sind alle. Machen wir wie immer, machen wir alles mit. Ist ein Comrel 3 Liter Diesel, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Leistung 294 PS und 577 Newtonmeter. Ganz entspannt. Auch nichts Dramatisches. Man merkt halt oben raus, sieht man, dass er deutlich mehr Leistung hat. Durch unsere Optimierung kann man halt obenrum auch nochmal die Kennfelder so anpassen, dass ihm die Luft da nicht ausgeht. Das wird nämlich absichtlich, wird ihm da so ein bisschen die Luft und auch die Menge weggenommen, sozusagen. Und ja, das passt soweit. Alle Begrenzer mitgemacht. Und ja, mehr ginge da schon, gerade auch mehr Drehmoment und sowas. Aber das ist hier eine ganz normale Standard, Stage 1, in allen Belangen einfach nur funktioniert. Und bei weitem nirgendwo an der Grenze oder irgendwo was ausgereizt. Und denke ich, sollte man auch gerade bei so älteren Fahrzeugen, ne, er hat auch 50.000 erst gelaufen, aber trotzdem. In diesem Sinne, ich glaube, das wird trotzdem von der Elastizität ja deutlich besser, wenn man den Verlauf so sieht hier gerade. Ne, wir haben die ganze Zeit halt teilweise auf 50, 55 Newtonmeter, das ist einfach schon mal einiges. Und nach oben raus kommt natürlich auch dann die Leistung mit über 43 PS mehr. Also geht's auf die Bahn. Du kannst ja aber was erzählen. Du redest ja sonst jedem deiner Mitarbeiter immer eine Frikadelle ans Ohr. Aber hier, wenn 8 Zuschauer zugucken, dann bist du ziemlich immer so ruhig. Was ist los mit dir? Ich habe mir bewusst den Job hinter der Kamera ausgesucht. Okay. Vor der Kamera. Mhm. Obwohl du so ein hübscher Typ bist? Ja, ich habe schon einige Anfragen bekommen für so... Fußmodel? Ja, Otto-Kataloge und sowas. Aber... Ja. Aber so als Fußmodel könnte ich mir dich auch richtig gut vorstellen. Oder so als Ohrläppchen. Model. Ich Bitte? Wollte schon sagen, du und deine Ohrläppchen, aber gut. So, sechste Gang. Und genau. So. So, okay. Und los geht's. Jetzt schaltet er beim siebten, ne? Ja. Fünfundzwanzig drei? Ja. Sehr gut. Gut, Leistung ist da, Elastizität auch. Auch schön so aus. Ja. Schön. Okay, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir fahren wieder ab. Boah, dieses Work bei Porsche, ne? Hörst du das? Ja. Hat das dein Ford auch? Nee. Tschüss.